So, Freunde, ihr wollt wissen, wie ihr in Premiere Pro mit Bibliotheken arbeitet, was euch das bringt, wie ihr da schneller werdet in eurem Schnitt. Also zack, 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 auf geht's. So, wenn wir in Premiere jetzt hier in einem ganz normalen Arbeitsbereich sind, zum Beispiel Bearbeitung, dann finden wir die Bibliotheken meist hier unten. Wenn das Fenster hier nicht ist, dann könnt ihr auf Fenster gehen und hier auf Bibliotheken das einblenden lassen. Oder aber ihr geht hier gleich in den Bibliotheken-Arbeitsbereich, der ist hier bei mir, genau. Und jetzt habt ihr hier an der Seite eure Bibliotheken. Ich habe hier schon ein paar erstellt. Ich zeige euch erstmal, wie man eine neue überhaupt anlegt. Ihr könnt hier auf das Plus gehen und hier, ich mache jetzt mal Test, Bibliothek und auf Erstellen. Und dann könnt ihr hier eure Elemente wiederfinden. Wie das dann konkret aussieht, das zeige ich euch. Ich habe hier zum Beispiel meine YouTube-Bibliothek, wo ich alle meine Elemente, die ich für die ganzen YouTube-Videos immer wieder brauche, Soundeffekte, Logos, alles Mögliche, habe ich hier reingepackt. Und dann könnt ihr hier jetzt die ganzen einzelnen Dateien sehen. Und das Gute ist halt, dass die irgendwo liegen, überall auf meinen Festplatten. Und der sucht sich das quasi zusammen und packt das in einen Ordner. Ihr seht, ihr könnt jetzt hier verschiedene Unterordner machen. Video, Grafiken, alles Mögliche habe ich hier reingepackt und sortiert. Und so kann ich dann immer, wenn ich was brauche, mir das reinziehen. Wie ihr das jetzt reinzieht, ich habe jetzt hier zum Beispiel mal diesen Sound. Das könnt ihr auf verschiedene Art und Weisen und mit Rechtsklick zu Projekt hinzufügen. Plopp. Dann zieht ihr das jetzt hier unten ins Projektfenster automatisch. Das erscheint hier und ihr könnt das dann hier reinziehen. So könnt ihr es machen oder ihr nehmt es einfach und zieht es hier rüber. Geht auch. Das geht natürlich auch mit mehreren. Ihr könnt die einfach hier markieren, mehrere, und zieht das hier rüber und zack, ist es in eurem Projekt. Hier unten könnt ihr neue Gruppen erstellen. Wie gesagt, das sind diese Ordner hier. Da könnt ihr das für euch dann sortieren. Und wenn ihr neue Dinge in eurer Bibliothek anlegen möchtet, dann könnt ihr das einfach hier reinziehen. So, dann lädt ihr das hoch in die Cloud und euch steht das dann zur Verfügung überall, wo ihr gerade arbeitet, wenn ihr auf verschiedenen Rechnern arbeitet. Und der Vorteil ist auch, dass ihr die gleichen Bibliotheken auch in anderen Produkten von Adobe dann benutzen könnt. In After Effects, in Illustrator, Photoshop und so weiter und so fort. Ihr habt quasi ein geschlossenes System, das dann für euch zur Verfügung steht. Und ihr müsst dann nicht ewig rumsuchen, wo habe ich das File hingelegt, ist es auf der Platte, in diesem Ordner und so weiter und so fort. Super praktisch. Ja, was könnt ihr alles in die Bibliothek reinziehen? Bilder, JPEGs, PNGs, Videoformate wie MP4s, MOVs, Audioformate, MP3s, WAVs und so weiter. Das könnt ihr alles in eurer Bibliothek sortieren und dann benutzen. Wenn ich zum Beispiel ein YouTube-Video habe und ich möchte das natürlich jetzt weiter bearbeiten, mein Endscreen da reinpacken, kann ich mir das einfach hier reinziehen. Dann lädt er das kurz und kann das dann hier reinpacken. Hier kommt dann der Endscreen und bin da echt ratzfatz an meinen Dateien, ohne dass ich jedes Mal hier irgendwo im Projekt rumklicken muss. Wo finde ich denn das Ganze? In welchem Ordner war das? Habe ich also immer griffbereit? Super. Was wir bei diesem Thema nicht vergessen dürfen, ist, dass wir auch Zugriff auf andere Bibliotheken haben, wie zum Beispiel von anderen Personen, die diese freigegeben haben, oder aber auch von Adobe direkt. Wir können hier beispielsweise auf freigegebene Bibliotheken durchsuchen gehen und dann geht hier die Creative Cloud Desktop auf und hier sehen wir dann alle Bibliotheken, denen wir quasi folgen. Und wenn wir hier zu Gehe zu Stock und Marktplatz gehen, dann gehen wir hier auch wieder in die Cloud und können uns hier Bibliotheken im Prinzip hinzufügen. Hier gibt es einige Dinge von Adobe, die schon vorgefertigt sind. Da könnt ihr einfach mal durchgehen und euch das anschauen und euch ein paar Bibliotheken einfach mal aussuchen. Wenn wir in einer unserer Bibliotheken sind und wir suchen was Spezielles, können wir hier oben das aufklappen und dann auch noch in alle Bibliotheken oder in Adobe Stock suchen. Sagen wir mal, wir suchen nach einem Title und klicken jetzt hier mal auf Adobe Stock. Dann sucht er uns jetzt hier gleich schon alles, was er bei Adobe Stock findet. Wir könnten das dann übernehmen, ist natürlich nicht alles umsonst. Ich weiß von einigen Kollegen, dass sie die Bibliotheken nicht benutzen. Ich persönlich benutze es jetzt seit einem halben Jahr, wenn man sich daran gewöhnt. Dann ist es wirklich zeitsparend. Wie ist es denn bei euch? Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr es benutzt oder nicht. Drückt dann auch noch den Like-Button und schaut euch jetzt dieses Video an, denn ihr wollt ja noch viel, viel mehr lernen. Also, bis gleich.